Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Hospital. Ja, wem es jetzt direkt auffällt, wir haben hier ein bisschen was Neues, und zwar eine Verwaltungsabteilung und eine Pathologieabteilung. Ist das dann auch die Apotheke? Das werden wir alles noch rauskriegen. Also, mir wurde tatsächlich von einem ganz lieben Zuschauer der DLC geschenkt, nachdem ich in der letzten Folge so schon erklärt habe, warum ich mir den DLC nicht holen werde. Und ja, daraufhin hat sich der liebe Tommy halt bereit erklärt, mir den zu schenken. Was mich natürlich extrem gefreut hat, denn jetzt, das heißt halt, dass ich euch natürlich den auch zeigen kann. Nebenbei muss ich mir leider noch ein bisschen um die Leute kümmern. Ach, nerviges Pack. Immer wollen die was von einem. Hier auch schon wieder Maßnahmen ab. Oh, okay, aber hier weiß man noch nicht, was von beiden. Differentialanalyse. Haben wir es denn? Sagt bloß nicht. Ah, nein, das gibt's doch nicht. Warum landen die immer bei den Ärzten, die das nicht können? Okay, Moment. Hatte die keine Befragung? Die wird eine Befragung gehabt haben. Doch. Das können wir ja noch machen. Haben wir schon. Mikrobielle Kultivierung werden wir wahrscheinlich machen müssen. Da? War's das? Ich hoffe. Ansonsten weiß ich jetzt auch nicht, was ich hier noch machen kann. Ja, das ist so ziemlich das Einzige, ne? Okay. So, ich hoffe, das kommt raus. Huch, was leuchtet hier? Das war die wahrscheinlich gerade. Ja, also, die SI ist da. Pathologie und Verwaltung sehe ich hier halt. Ach Gott, jetzt ist aber gut. Lass mich doch hier kurz mal ausreden. Was wollten die gerade? Hä? Da war irgendwie gar nichts passiert, als ich die gerade angeklickt habe. Das war eigenartig. Abgeschlossen. Okay, hier muss auch ein bisschen mehr gemacht werden. Ja, das kommt jetzt immer wieder rein, natürlich. Wir wollen eigentlich gerade über den DSC reden und dann sowas. Das tut mir jetzt leid. CRP-Test, aber wir kommen nicht drum rum, denn wir brauchen Geld. Also ich kann jetzt auch nicht Stopp drücken. Wir können sonst gar nichts machen. Bevor wir kein Geld haben, ja, geht leider, hilft alles nichts. Blutabnahme. So, machen wir erstmal die beiden. Und da war doch noch eine, die hat einfach, da kam gerade nichts. Ah, die wir nach Hause gehen. Mensch, sag das doch. Ja, Verwaltungsding würde ich mir gerne mal angucken. Ah, da ist die Apotheke und ein Souvenirladen. Und ein Dienstbüro, eine Kantine. Und ein Lernraum. Da können wir nämlich, da können die besser werden, die Ärzte. Also alles sehr spannend. Problem, wir haben gar keinen Platz. Wir haben natürlich jetzt so ein riesiges Krankenhaus, was schon quasi vollgestellt ist. Jetzt sollen hier nochmal Abteilungen reingequetscht werden. Das ist natürlich ganz lustig. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Also die Apotheke könnte ich vielleicht sogar hier reinquetschen. Das, was hier geplant war, ging ja auch noch woanders. Und hier, ich wurde auch darauf hingewiesen, dass unsere Leute, die mit dem Krankenwagen ankommen, das ist ja immer hier, erst da rumlaufen müssen, hier hoch. Ja, ja, ist okay. Warum? Zweite Mal schon. Tschüssi. So, das ist jedenfalls hier ja, hier, dahin, dahin, wieder zurück. Es wäre wirklich eigentlich besser, wenn die quasi einfach direkt hier irgendwo reinrennen könnten. Vielleicht sogar einfach hier. Hier könnten wir statt Fenster einfach eine Tür machen. Oder gleich so einen ganzen Haupteingang quasi. Das ist vielleicht eine Sache, ja. Weil dann müssen die nicht erst so im Zickzack, sondern wirklich gleich so tschupp. Fände ich, glaube ich, ganz gut. Ist jetzt gerade das Problem, wir haben halt kein Geld, um irgendwas zu bauen. Aber ich würde das gerne so machen. Virostatika. Da kann die auch nach Hause gehen. Ich würde hier wirklich so einen kleinen Vorraum machen. Hier der Flur muss ich auch noch anschließen. Der kommt noch einmal so rum. Dann können wir hier so einen kleinen Vorraum quasi machen. Wo die dann reingehen können. Das ist nur die Frage, dann brauchen wir vielleicht nochmal die hier. Oder? Ich weiß nicht genau, ob wir dann nochmal eine Anmeldung brauchen dafür. Vielleicht auch nicht. Hm. Handprellung weiß die schon. Ja, Salbe und Tschüss. Wie viel haben wir denn? Nur noch 8 Leute. Da haben wir vielleicht wieder Geld, wenn wir Glück haben. Vielleicht kriegen wir heute sogar noch ein bisschen Geld, um wenigstens den Eingang hier zu machen. Ein bisschen bräuchten... Naja, das wird wieder teuer, ne? Das ist wieder der Grundriss natürlich. Der ist immer sehr teuer. Leider. Ich weiß gar nicht, warum der Grundriss immer super teuer ist. Oh, zwei Sachen. Differentialanalyse wäre schön. So. Und wir wissen ja, wir brauchen auch immer noch hier, wo der, der Chirurgieraum ist ja von der inneren Medizin, der ist ja nicht mehr. Da brauchen wir auch noch einen neuen Raum. Das ist auch noch so eine Sache. Athletenfuß, antimikotische Salbe.
Es kommt gerade sehr viel auf uns zu, quasi. Kann die auch nach Hause. 54 schon. Das heißt auch, jetzt muss ich kurz mal gucken, wo ist denn dieser Raum? Innere. Hier. Den Raum. Nee, warte mal. Wo ist er denn? Hier, also das brauchen wir jetzt, das Sonderverfahren, den Sonderverfahrensraum. Den wollte ich ja hierhin machen. Würde ich jetzt aber vielleicht sogar nochmal umentscheiden dadurch. Wo haben wir das denn gehabt? Wir hatten den doch schon. Jetzt muss ich kurz mal gucken, was seid ihr für Räume? Das hier, das war der Chirurgieraum gewesen. Der hier. Den dürfte es jetzt eigentlich gar nicht mehr geben, dachte ich. Warte mal, Cardio? Kann es sein, dass er fälschlicherweise noch das Bild hat? Das ist jetzt die Diagnostik jetzt. Das ist die Cardio. Ja, den gibt es nicht mehr. Hier, den sehen wir gar nicht. Da wurde ich nämlich darauf hingewiesen, dass der nicht... Ach, wir haben jetzt auch eine Lounge. Ach, das ist das Besucherding. Oh Gott. Da könnten wir tatsächlich einfach quasi das Sonderding da reinschmeißen. Was muss gar nicht so groß sein. Vielleicht mache ich da noch was ganz anderes mit. Aber eigentlich hier, das reicht schon quasi dafür. Wäre natürlich schöner, wenn es da zentral wäre, als hier hinten am Arsch der Welt eigentlich. Aber das jedenfalls ist quasi nicht mehr existent. Also das können wir hier löschen tatsächlich. Das ist nichts mehr. Hier, ihr seht ja, hier verschwindet nichts. Das gibt es einfach gar nicht mehr. Das ist halt nicht durch den DLC gekommen. Das war tatsächlich einfach durch den Patch schon so. Was wir halt machen können, erstmal, solange der Raum auch für nichts anderes benutzt wird, gehen wir in die Cardio rein. Und machen das jetzt zum Operationsraum der Cardio quasi. Dann haben die jetzt zwei. Kann ja auch nicht verkehrt sein. Funktioniert der Raum? Wird er gezählt? Ja. Vielleicht bringt es denen ja was. Ist jetzt natürlich ein bisschen falsch hier auf der Stelle, aber erstmal. So. Dann machen wir mal wieder ein bisschen fixer. Und mir wurde gesagt, hier sind auch teilweise Fenster noch falsch. Das würde ich mir auch nochmal gerne angucken mit den Fenstern. Ich sehe. Wir haben die Fenster einfach mitkopiert. Ach, witzig. Das ist mir nicht aufgefallen gewesen. Kriegen wir da Geld wieder? Das wäre natürlich schön. Wir haben die mitkopiert, als wir die Räume einfach übernommen haben quasi. Spannend. So. Die kommen natürlich alle weg. Das sieht ja seltsam aus. Und vor allem würde ich das auch nicht wollen, dass sie da einfach in meinen Bettraum reingucken kann und mich da angucken kann. Das ist ja eine Horrorvorstellung. Mehr sehe ich jetzt hier nicht. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Und hier sehe ich jetzt auch nichts. Hier haben wir noch nicht mal Fenster. Dann kann natürlich auch gar keine übernommen worden sein. Vielleicht sollte ich hier mal Fenster machen. Naja, aber nicht jetzt. Wir haben kein Geld. Doch, wir haben ein bisschen Geld. Oh Gott. Kann ich schon damit den Umriss hier zeichnen? Also das Grundgerüst quasi. Den Boden. Ich hätte halt schon, dass natürlich auch die Anmelde dann so ein bisschen größer ist. Quasi so. Und dann muss hier natürlich noch der Flur so. Okay, konnten wir sogar uns leisten. Gerade so. Jetzt müssen natürlich noch Wände dann gleich kommen. Golferellenbogen, Eisumschlag. Bitteschön. Und auf Wiedersehen. Ja, hier zwischen wäre natürlich noch schöner, aber da will ich nichts wegnehmen. Man könnte hier überlegen, zum Beispiel auch das Badezimmer wegmachen und hier den Eingang rein, aber ich probiere es erstmal mit dem hier. Gucken uns das erstmal an. Da können auch Leute natürlich, die von hier kommen, direkt hier reingehen. Das ist auch nicht so schlecht. Hätte ich eigentlich schon früher mal machen sollen. Also, hier wurde noch gar nichts getan. Dann erstmal die ganz einfachen Dinge, bitte. Wie sieht's aus? 55. Das sollten wir eigentlich schaffen. Schauen wir mal. Erstmal das Normale. Abklopfen geht hier nicht. Kann da nicht gemacht werden. Oh, wo ist sie denn? Okay. Wurde mir noch irgendwas gesagt, was ich gerade vergessen habe? Ich überlege gerade. Ich glaube, das war es soweit. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Wahrscheinlich gab es noch ein paar Sachen, aber ich kann mir auch nicht alles merken. Ich bin immer froh, wenn ich mir ein paar Sachen merken kann und die dann tatsächlich umsetze. Deswegen nimmt es mir nicht übel.
Und wie gesagt, falls ihr euch jetzt wundert, warum ich ein DLC habe, aber die Abteilungen nicht baue und keine Apotheke und so. Wir haben kein Geld. Das liegt tatsächlich nur daran. Ansonsten hätte ich hier schon längst eine Apotheke hier reingehauen. Das werde ich wahrscheinlich auch wirklich dahin machen. Antibiotika e.V. Dazu muss er aufgenommen werden. So, jetzt ihr noch. Achso, das ist wieder der Umschlag, ne? Ja. Davon haben wir jetzt ganz schön viele tatsächlich. Was mit der? Okay, hier ist nicht klar, was los ist. Gut, dann gucken wir mal. Temperatur können wir messen. Da. Mach mal langsamer, solange ich die noch versorge. Körperliche Untersuchung haben wir. Ja, CRP, ne, ist das? Ja. Moment, erstmal das da. Oh, sogar die nochmal. Weil es noch nichts gebracht hat. EKG wäre auch machbar. Aber nicht in der Abteilung, ne? Nee. Langzeit-EKG gibt es auch. Abhören haben wir. CT kann ich auch machen. Wahrscheinlich auch nicht hier, nehme ich an. Vielleicht bringt ja auch schon der CRP-Test etwas. CT hätten wir hier. Okay, können wir auch mal reinhauen. Kontrastmittel stand da, glaube ich, jetzt nicht. Okay. Hypothyreose. Was? Hypothyreose. Schilddrüsenhormon. Da. Auf Wiedersehen. Huch. Noch nichts gemacht. Ah, schon wieder abklopfen. Geht nicht. Das mache ich immer so gerne. 57. Nur noch 3. Dann haben wir Kohle. Und wir kriegen auch gerade schon wieder ein bisschen was zusammen. Der Tag ist nicht vorbei. Könnte sein, dass wir noch Wände ziehen können. Moment. Abklopfen geht schon wieder nicht. Ja, guck, da können die hier nämlich direkt rein und rein. Muss der zur Anmelde? Das würde mich jetzt mal interessieren. Warte mal. Gucken das uns jetzt mal an. Nö, der wird einfach reingeschoben. Dann brauche ich hier wahrscheinlich keine Rezeption. So, Moment. Erstmal jetzt hier. Da ist noch nicht klar, was los ist. Ach, das ist jetzt die Abteilung wechseln, ne? Okay, dann gucken wir mal. Dann kann ich nämlich ein EKG machen, wenn ich die dahin schicke. Was wäre denn noch so? Das geht auch. Okay, die beiden Sachen mache ich mal. Ja, das war auch gar nicht die Frau. Ich dachte, das wäre eine ganz andere gewesen. Naja. 58. Kann ich schon? Reicht das für Wände? Wir gucken mal. Ist das unsere Wand? Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Ja, ne? Ja. So, runter. Das ist unser Flur. Hier müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. So, dann haben wir hier nämlich so einen kleinen Ankommenraum quasi. Da könnten wir auch noch eine Rezeption reinmachen, wenn wir wollten. So, dann ist der offen. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist denn das für ein Flur hier? Das müsste ja quasi das hier. Nee, es ist nicht. Das ist die ETS. Ja, ist ja auch richtig so. Moment. Huch. Achso, jetzt alles hier rechts. Oh Gott. Das ist ja sehr. Ich habe gerade hier geguckt halt. Okay, Flur. Flur. Mal gucken hier. Ist natürlich jetzt ein bisschen verzweigt. Okay, das ist jetzt alles ETS-Flur quasi. Dann braucht man natürlich eine Tür, damit man da reinkommt. Was haben wir denn als Haupteingang? Das ist so eine riesige Tür eigentlich. Ist das das hier? Ja. Wir können das auch auf... Achso, jetzt wollte ich das quasi drehen hier. Nee, das passt hier nicht hin. Ist das eins zu wenig? Ich sehe es nicht. Doch so. Das könnte man machen. Aber eigentlich wollte ich es so machen. Und dann gefällt es mir irgendwie nicht so. Dann... Der Baum stört mich gerade extrem. Ich würde gerne an dem Baum vorbeigucken eigentlich. Kann ich den hochheben? Nee, ne? Mensch, jetzt gib mir doch mal die Tür hier. Dann würde ich vielleicht... Ich einfach nur sowas nehmen. Ginge natürlich auch. Sieht aber auch... Sieht alles ein bisschen unsymmetrisch dadurch aus, dass es hier nicht hinhaut. Mache ich das so. Und da würde ich vielleicht wirklich... jetzt ist der Baum... Okay, wir sind hier schon eins drüber. Ich könnte hier halt auch noch rübergehen, ne? Na komm, ich mach das. Wir gehen hier noch eins lang.
Gut, konnten wir uns gerade noch so leisten. Jetzt wird schon kritisch. Ah, verdammt. Jetzt nicht mehr. Aber kann ich die Wand hier noch wegmachen? Das geht noch. Und das Fenster muss natürlich auch weg. Jetzt ist da leider ein kleiner Durchbruch quasi. Hallo? So. So, da haben wir schon wieder Geld. Kam direkt rein. Dann den Teppich brauchen wir natürlich auch wieder. Und den Flur. So, dann finde ich das ein bisschen ordentlicher hier von der Tür her. Passt das besser? Achso, die Pflanzen stehen natürlich auch ein bisschen im Weg. Halt. Ich will nur ganz normal auf Objekte. Kommt die eine einfach hier hin, die andere dahin. Okay. Oder warte mal, wir könnten hier sogar nochmal... Ist jetzt halt doof, dass wir hier nichts ordentlich sehen. Ich stelle hier nämlich nochmal so hin. Und... Ach ja, wir haben jetzt natürlich auch ein bisschen neue Pflanzen und sowas. Das ist natürlich auch ganz schön. Und generell ein paar neue Sachen. Nicht viel, aber ein bisschen. Die hier zum Beispiel ist, glaube ich, neu. Hier hätte ich gern was... Achso. Natürlich. Moment. So, gib mir ein bisschen Geld. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Alien. Scheu. Versteckt heikle Symptome wahrscheinlich. Krass. Das sieht aus wie ein Alien. Hab ich voll erschrocken gerade. Geht eine Differenzialanalyse? Ja, wunderbar. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch irgendwelche Events und sowas halt gibt noch dazu. Wir werden sehen, was durch den DLC alles noch auf uns zukommen wird. So wenig wird es wahrscheinlich nicht sein. Wie gesagt, wenn ein Patient stirbt, können wir in der Pathologie auch nachgucken, warum genau. Es sind schon ein paar coole Sachen dabei, glaube ich, demnächst. Da will man ja fast schon... Nein, will man nicht. Ich wollte gerade sagen, da will man ja fast schon, dass jemand stirbt, aber nein, wollen wir natürlich nicht. Das werden wir schon auch irgendwann rausfinden. Das müssen wir nicht provozieren. Abdominale OP? Was? Nee, die mache ich aber erst ganz am Schluss. Temperatur wurde wahrscheinlich schon gemessen, ne? Nee, wurde noch nicht mal. Dann, Überprüfung der Sprache. Der Bluttest? Finde ich gerade schon wieder nicht. Geht auch ein Stuhltest? Den habe ich hier nämlich gerade. Scheinbar nicht. Okay, irgendwie den Bluttest, den sehe ich schon wieder nicht. Urinuntersuchung können wir mal machen. So, machen wir erstmal die Sachen. Oh, was ist los? Da haben wir einen vergessen wahrscheinlich. Okay, Antibiotika einfach nur. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na gut. Wird sich gleich melden. Ah, super. Myokarditis, Antibiotika. Oh, geht nicht hier. Dann mal dahin. Ich glaube, da sind am meisten Betten einfach. Ach schön, jetzt können sie hier die Tür benutzen. Na wunderbar. Noch zwei Leute, die wir behandeln müssen. Komm, das schaffen wir jetzt auch noch. Vorher höre ich mit der Folge nicht auf, bevor wir das nicht haben. Und hier eine Pflanze. Automaten wären vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Naja. Hier kommt auch nochmal Pflanze hin, weil es die neue ist. Ja, wie gesagt, so viel ist es nicht. Durch Mods kann man halt auch noch ziemlich viel dazu bekommen. Eine Tageskarte? Was? In der Kantine dann wahrscheinlich die Tageskarte. Ein Schild für die Abgabe in der Apotheke wahrscheinlich. Hier ist auch das Apothekenschild. Besteck. Hä? Was ist das für Besteck? Gabelpfeffer? Oh Gott. Couchtisch. Oh, der ist echt hübsch. Also der gefällt mir ja deutlich besser als die hässlichen Tische, die wir hier immer hatten. Warte mal. Haben wir das gerade? Ja, also da, wo halt normalerweise unsere Fernseher draufstehen. Hier, die da. Da sieht der schon deutlich hübscher aus. Ach, cool. Das finde ich schön. Kein Zutritt. Auch schön, wenn wir irgendwo mal eine Baustelle haben. Klar, schön Draht. Ah, okay. Medikamentenausgabe oder wenn man erstmal sich beratschlagen lassen will wahrscheinlich. Es gibt auch neue Poster. Oh, komm, legen wir hier mal ein hübsches neues Poster auf. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch neu ist. Wir hängen erstmal hin. Da hängt schon eins. Hier können wir noch eins hinhängen. Generell hier den ganzen Flur lang tatsächlich. So. Ja. Gut. Haben wir das mal gemacht. Gibt es noch was Schönes?
Eine Palme. Eine Palme brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hier ist nicht wirklich irgendwas, ne? Das hatten wir schon. Das hier ist für die Apotheke. Aber das finde ich ein bisschen doof, dass die Apotheke-Sachen jetzt auch hier Früchte und so, das ist wahrscheinlich dann auch eher im Laden, im Souvenirladen vielleicht. Oder in der Kantine, dass die jetzt hier so mit drin sind. Ich meine, jetzt kann ich hier quasi überall diese hässlichen, diese hübschen Luftballons hinstellen. Ah, jetzt gibt es auch so einen quadratischen Glastisch. Oh, schick. Ja, ein paar schöne Sachen gibt es, ein paar sind komisch. Das ist wahrscheinlich auch eher Kantine. Ist halt doof, dass das jetzt so mit, ja, alles so zusammengedrängt ist quasi. Das können wir mal eben hier hinstellen. Das ist so ein normaler Info-TV. Ne? Der Stuhl hier ist, glaube ich, auch neu. Das ist ein neuer Kaffee. Oh, eine neue Kaffeemaschine. Hm. Okay. Das gefällt mir. Aber ansonsten, warte mal, was war das hier? Köstliche Sandwiches. Ja, die stelle ich hier einfach im Flur. Tresen. T-Shirt-Stand. Ja, das ist doch alles quasi Souvenirladen dann. Whiteboard. Ach, cool. Wir können es Whiteboards hinstellen. Das finde ich wieder cool. Fragt sich nur, wo genau die jetzt so Sinn machen würden. Wahrscheinlich eigentlich immer bei den Ärzten, ne? Dass die quasi da Sachen anmalen können für die Leute. Na, hier macht es jetzt keinen Sinn in der Diagnostik, da hört wahrscheinlich eher keiner zu. Naja, ja, eigentlich müsste man jetzt nochmal anfangen quasi, aber dafür ist es irgendwie für meine Verhältnisse nicht genug, um neu anzufangen. Um jetzt zu sagen, boah, das ist so übertrieben viel, dass es sich jetzt lohnt, das ganze Krankenhaus nochmal umzukrempeln. Sehe ich eher nicht so. Ach, guck mal, unser Krankenhaus hat ja volle, also voll zur Bewertung. 95%, na gut, ganz voll nicht, aber sieht fast so aus. Sehr schön. Nahrungsumstellung einfach nur. Mensch, Reizdarm. So, die will jetzt endlich auch nach Hause. Was ist denn hier jetzt los? Ja, okay, Antibiotika e.V. Bitteschön. Haben wir jetzt nicht... Hä, hätten wir jetzt nicht die Aufgabe erfüllt haben müssen? Waren das nicht gerade zwei quasi? Na gut, noch eine. Wir werden gleich richtig viel Kohle kriegen. Das heißt, ja. Achso, wir kriegen keine Kohle. Verdammt, ich dachte, wir kriegen Kohle. Ja gut, wir kriegen mehr Patienten. Yay. Dafür so viele, also ganz ehrlich. Ich, ja. Wunderbar, haben wir gleich mitgenommen. Reiche Stufe Chefarzt. Gut, konnten wir nicht wissen, haben wir aber mitgenommen. Wow. 300.000. Wow. Muss mal kurz Stopp machen. Wir haben es geschafft, ne? Wenn ich das hier sehe, die Krankenkassendinger sind weg. Wir haben es geschafft. Aufgaben, alles abgeschlossen in der Auchi GmbH. Ach, cool. Ja, die anderen können wir jetzt erst freischalten quasi. Oh, Moment. Ja, ich wurde gerade angerufen, weil ich habe gerade Geburtstag. Ist gerade der 8. Mai, wo ich die Folge aufnehme und jetzt kommen natürlich öfter Anrufe. Gut, dann beende ich jetzt mal abrupt die Folge. Wir sind ja auch durch. Also, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. In der nächsten gucken wir uns dann Apotheke und Co. an. Wir haben ja jetzt Geld. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.